Es gibt ja viele Leute, die haben Bock, irgendwas zu basteln. Die sitzen da und haben eine Werkstatt vielleicht bei ihren Eltern im Keller oder sich selber was aufgebaut. Und es gibt Leute, die sagen, da habe ich total Bock drauf, mal was auszuprobieren, mal so projektweise an Dingen zu arbeiten, haben aber gar nicht die Möglichkeiten zu Hause. Und unsere nächsten Gäste, die kommen von der Cluster-Projekt-Werkstatt aus Hildesheim. Das ist eine Werkstatt, wo es tatsächlich Maschinen auch gibt, sowas wie eine Formkreissäge, wie ein Laserplotter. Und alle möglichen Dinge sind da schon da und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und wie, das spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Nämlich hier sind Karen Neubauer. Hallo Karen, du bist die sozialpädagogische Leitung der Werkstatt. Mhm. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Dann ist hier Sina Menz, du bist die Projektleitung in dieser Werkstatt. Auch du bist herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Und Stefanie Hartmann, du bist da, Steffi, als Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit und guckst so ein bisschen auf die, von außen auf das Ganze. Genau. Fangen wir vielleicht erstmal an. Es ist die Cluster-Projekt-Werkstatt. Ich habe schon gesagt, es gibt eine Werkstatt oder sogar Werkstätten. Wie genau kann ich mir den Ort vorstellen? Also die freie Werkstatt. Wir sind ja auch hier in der Nordstadt ansässig in Hildesheim. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir sind ein relativ großes Gelände mit eben diesen zwei Werkstätten. Wir haben eine Holzwerkstatt und eine Metallwerkstatt. Und zusätzlich jetzt in diesem Förderzeitraum kommt auch noch ein EDV- und Technikbereich dazu, in dem man auch neuere Techniken wie zum Beispiel 3D-Drucker findet. Ein großes Gelände mit Holz, mit Metall, mit Computern, mit allen möglichen an Ausstattung. Und es heißt Projektwerkstatt, Sina, weil ihr da Projekte umsetzt? Wir setzen da Projekte von anderen HandwerkerInnen um, KünstlerInnen, Selbstständigen, die zu uns kommen, die den Workspace nicht zu Hause haben, was du schon gesagt hast. Manche haben die Möglichkeiten gar nicht und brauchen aber Platz, brauchen die Maschinen und die können sie bei uns dann mieten sozusagen und müssen dafür aber einen Jugendlichen mit in ihre Arbeit einbinden. Das ist mal geschickt. Also die Eintrittskarte zu euch kriege ich, indem ich junge Leute mitbringe. Wir haben ja viele junge Leute, die zugucken. Könnten die auch einfach sagen, ich suche ein Unternehmen und komme dann mit denen zu euch? Wie würde ich an euch rantreten, wenn ich jung bin? Dann am besten über Schule, Schulsozialpädagoginnen oder einfach mal bei uns vorbeikommen, anrufen, E-Mail schreiben, über Social Media sind wir auch erreichbar. Wenn man Bock hat, bei uns mal ein Praktikum zu machen, einfach mal bei einem Projekt mit dabei zu sein, es zu begleiten, sind wir über ganz viele verschiedene Wege erreichbar okay. Und freuen uns über jeden und jede. Cool. Karen, kannst du vielleicht mal erklären, was sind das für Projekte, die zum Beispiel, die bei euch dann stattfinden? Mhm. Also wir haben zum einen regelmäßige Projekte, die kommen, zum Beispiel von KünstlerInnen oder auch einem Gitarrenbauer oder auch Hobbyhandwerkern, die sich regelmäßig freinehmen und für ihre Projekte zu uns kommen. Das sind wirklich von Kleinstteilen über von Küchenutensilien bis hin aber auch zu Möbelbauprojekte. Ah. Und wir haben aber zum Beispiel auch Studierende von den ansässigen Hochschulen hier in Hildesheim, die die Werkstatt nutzen und immer punktuell zu uns kommen. Also die Bandbreite ist wirklich, wir sagen, vom Glasuntersetzer bis zum Bett oder Bühnenelemente für Musikfestivals ist alles mit dabei. Und das ist auch das Schöne, also wir heißen ja auch die freie Werkstatt und das ist auch sehr frei, auch was die Ideen angeht. Und das ist auch das Schöne, weil dadurch kommen auch viele verschiedene Menschen bei uns zusammen. Und die Jugendlichen haben auch gut die Möglichkeit, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Also auch darüber zu sprechen, hey, wie war dein Werdegang? Was hast du vielleicht für einen Beruf gelernt? Was hast du alles so gemacht? Was machst du jetzt? Wie bist du da hingekommen? Weil wir kein Regelbetrieb sind, der daran gebunden ist, schnell Aufträge fertigzustellen, sondern die Projektumsetzenden kommen zu uns. Sie müssen eben keine Gebühr, keine Miete bezahlen, sondern haben Zeit, ihre Projekte umzusetzen. Und die Bezahlung ist eben, Jugendlichen aber Berufsorientierung zu geben und da eben auch gut ins Gespräch zu kommen. Das klingt mega. Also das heißt, der gute Zweck ist, dass ihr jungen Leuten diese ganz unterschiedlichen Berufe nahebringt. Ich frage mal dich, Steffi, kann ich als junger Mensch ganz unterschiedliche Leute kennenlernen in ganz unterschiedlichen handwerklichen Tätigkeiten und kann dann mich da ausprobieren. Klingt erstmal gut, oder? Ist mega, oder? Also das denke ich mir immer. Ne? Also wir haben ja eben schon auch bei den Schülerinnen gehört, es ist ein Praktikum, ist aber total wichtig, dass sie das kennenlernen. Und hier habe ich die Möglichkeit, Leute zu treffen, die wirklich Bock drauf haben, sonst wären sie nicht da. Und ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen. Und ich habe mir die Werkstatt auch mal angucken dürfen. Ich kann diese ganzen Maschinen mal kennenlernen und ausprobieren. Das ist ja, wenn ich ein Praktikum im Betrieb mache, nicht immer möglich, dass die mich da auch wirklich ranlassen. Und das ist ja auch das Ziel, dass ich mit demjenigen, der das Projekt macht, einfach zusammenarbeite. Hm. Und das, ja, mega Projekt, finde ich auch. Aber ihr sagt, die müssen da keine Miete bezahlen oder so. Gibt es dann irgendwie eine Förderung oder sowas für euch? Also wir sind ein ESF-gefördertes Projekt, also über den Europäischen Sozialfonds, Europamittel. Und da sind wir in dem Förderprogramm
Programm drin für innovative Bildungsprojekte. Und unser Ansatz ist ja auch ein innovativer im Bereich der Berufsorientierung. Denn wir machen ja genau das, was so wichtig ist, kurzzeitig mal wo reinzugucken, praktische Erfahrungen zu sammeln auf einem relativ einfachen Niveau, auf einem einfachen Weg. Kann man einfach bei uns mal vorbeischauen. Und darum sind wir auch in diesem Förderprogramm. Und wir werden natürlich auch noch von weiteren Stiftungen unterstützt, auch vor allem hier im Raum von Hildesheim. Und wir sind jetzt ja auch schon im insgesamt dritten Projektjahr, aber haben jetzt mit einer neuen Projektphase angefangen. Das klingt so ein bisschen so, als wären die Praktikumsplätze bei euch total begehrt und ihr könnt euch irgendwie die super, super guten aussuchen. Was muss ich mitbringen, damit ich bei euch überhaupt einen Platz kriege? Was muss man mitbringen? Bereitschaft und Motivation. Das ist es. Also was bei uns nicht im Vordergrund steht, ist zum Beispiel das Schulzeugnis. Also uns geht es nicht darum, wir gucken nicht explizit auf die Noten zum Beispiel, weil wir wollen die Menschen kennenlernen. Und uns geht es darum, auch gerade Jugendlichen, die es vielleicht an anderer Stelle schwer haben, ein Praktikumsplatz zu finden, aufgrund von verschiedenen Problemstellungen eben die Möglichkeit zu geben, weil Berufsorientierung betrifft alle und das ist für alle wichtig und deswegen ist es einfach die Motivation, die Bereitschaft. Wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht, dass Jugendliche erstmal nur für ein paar Tage zu uns kommen wollten und dann immer wieder verlängert haben, weil sie zum Beispiel die Schule schon abgeschlossen haben und gerade sich in dieser Phase des Umbruchs befinden und dann auch gesagt haben, hey, jetzt stehen irgendwie auch die Sommerferien an, kann ich vielleicht noch länger bleiben und dann auch über mehrere Wochen bei uns waren. Also wenn die Kapazitäten das hergeben, dann können wir auch das gerne machen. Genau, und das ist einfach die Bereitschaft und einfach Lust zu haben, mitzumachen. Mega spannend. Mhm. Und es klingt ja auch so, als wäre von ein paar Tage bis viele Wochen alles dabei. Kann ich mich auch, also im Rahmen von einem Schulpraktikum könnte ich mich auch bewerben. Es wäre letztendlich wichtig, vor allem erstmal auf euch zuzugehen. Genau. Muss ich da schon eine Bewerbung raushauen oder reicht erstmal eine E-Mail? Es reicht auch erstmal eine E-Mail, dann, dass man auf jeden Fall in den Kontakt kommt und merkt, dass da auch Interesse da ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann kann man auch immer sehr flexibel gucken, wie lange willst du dein Praktikum überhaupt machen? Einen Tag, eine Woche, zwei Tage, einmal die Woche für einen längeren Zeitraum. Da gucken wir immer, was so gerade für dich quasi dann klappt. Also worauf du Lust hast, sind da gerade coole Projekte. Und wir machen ja auch eigene Projekte. Im Terrassenbau haben wir... Terrassenbau nicht direkt, aber die Palettenmöbel für die Terrasse haben wir bei uns gebaut. In der Werkstatt steht auch immer einiges an, was gemacht werden muss. Ja. Und dann kann man da auch immer super mitarbeiten, hat ganz viele verschiedene Einblicke. Ja. Eine Sache würde ich dich gerne noch fragen, Steffi, jetzt war gerade Sina oder Karin hat es gesagt, so nach der Schule Leute, die noch so nach einer Orientierung suchen, die dann erstmal auch diese Zeit ein bisschen überbrücken und mit Praktika. Ist das vielleicht, also was sagst du dazu? Ich finde es immer eine sehr gute Idee und gerade da brauchen wir solche Projekte, weil es dann immer schwierig ist. Ich bin nicht mehr in einem Schülerpraktikum, ich komme zu dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat dann immer Probleme, wenn er keine Schüler hat. Und dann muss der eigentlich Sozialversicherung oder die Unfallversicherung bezahlen und ähnliches. Deswegen wird es immer schwierig und da sind solche Projekte super. Ich bin vielleicht mit der Schule fertig, weiß nicht, was ich machen muss oder kann und kann dann einfach da hingehen und sagen, hier bin ich, ich möchte mal was tun. Und dann wird sich um alles gekümmert, das ist ja auch das Schöne. Also ich bin quasi, ne, ich kann das ja euch an euch beiden abgeben, dass ihr euch kümmert, dass ich versichert bin und ähnliches und dass ihr die Projekte einbringt. Das ist ein super Projekt, ja, ich kann es immer nur sagen. Also das heißt, die Freie Werkstatt kümmert sich um mich, wenn ich da hinkomme. Es gibt tolle Kooperationen, klingt wirklich total gut. Vielen Dank erstmal an dich, Sina, und vielen Dank auch an dich, Steffi.